Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier im Lager. Solange Licht ist, sollten wir zusehen, dass wir was hier auf den Ofen kriegen. Denn das wird ganz schön dunkel hier, das wissen wir ja schon. Schnell was reinpacken. Ich hoffe, wir haben ein paar Hagebutten dabei. Och, wir haben gar nichts. Gar kein Holz zum Nachlegen. Da müssen wir erst Holz hacken. Zwei Bücher. Nee. Erstmal irgendwas auseinandernehmen. Ach, jetzt ist doch hell. Da können wir doch sehen, dass wir unten ein bisschen aufräumen. Verbraucht. Stapel Papier? Na, das brauchen wir nicht. Zunder, um Zunder zu machen nachher. Rad, ja, schön. Auseinandernehmen. Und auseinandernehmen. Hier sind ja auch noch Stühle. Damn it. So hungry. Halte aus. Essen kommt sofort. Oh nein. Jetzt haben wir es. Die Dunkelheit hat uns. Getting kinda thirsty. Das scheint jetzt irgendwie gar nicht so tragisch zu sein, aber ich muss sagen, ich habe so einen 3D-Monitor und der ist nicht entspiegelt. Deswegen nehme ich auch meistens nachts auf, aber im Moment hat sich das so ergeben, dass ich ja Zeit habe und jetzt tagsüber aufnehme. Also ich sehe jetzt mein Gesicht, will ich damit sagen. Ich kann hier auch nicht irgendwelche Jalousien runterziehen oder so, weil die gibt es hier nicht. Hilft ja alles nichts. Aha. Oh, 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 da. Ja, dann mal rein hier mit dem Zunder. Buch, ja, ein Buch nehmen wir und Zunderbündel. Stapel Papier. Ich denke mal, dieser Rohrkolben, der soll ganz gut sein zum Anzünden. Ja, und so ein Stock. Wo haben wir den denn auf einmal her? Hatten wir doch gerade gar nicht. Ach, Moment mal. Aus einem Stock können wir doch andere tolle Sachen machen. Ja, so Fallen und sowas. Nein, dafür brauchen wir Altholz. Es könnte sein, dass wir eine Fackel daraus bauen können. Wir sollten mehr Fackeln bauen. Aber dafür brauchen wir wieder Lampenöl, was ich sehr seltsam finde. Ja, warum? Seltsam. Lampenöl brennt. Ja, aber so ein Lappen brennt doch auch. Ja, aber wie lange? Der brennt doch nicht lange. Schmeiß schnell was drauf. Reicht doch eigentlich. Recycelte Dose, mal sehen, was wir da so herstellen können. Oh, das sieht schlecht aus. Wir haben gar keine, ja, keine Medikamente. Also hier in der Gegend müssten wir dann doch immer 4 Schmerzmittel mitnehmen. Wir sollten doch genug haben eigentlich. Was machen wir denn dann? Diesen Tee hier. Ja, einen anderen haben wir nicht. Oh oh. Das Wasser lassen wir zurück. Das soll erstmal. Wie lange dauert das? 1 Stunde. Mhm. So, wir sind ein bisschen zu schwer bepackt, finde ich. Vielleicht können wir ein bisschen was weglegen.
Ach so, das können wir vielleicht gleich noch verwerten. Ach, war das was zu essen? Nein. Rohrkolben, Zunder und so. Das wiegt aber gar nichts, oder? Ja, ein bisschen wiegt das auch. Das wiegt sogar mehr als ein Zunderbündel. Dann lassen wir es hier. Streichhölzer lassen wir hier. Alle. Also 10 Stück so. Ja, was haben wir hier? So eine Mullbinde, so ein Verband, meine ich. Können wir auch mal hier lassen. Ja, da müssen wir gleich gucken, ob die Sachen besser sind, die wir jetzt eingesammelt haben, als die, die wir haben. Und was brauchen wir noch nicht? Rohrkolbenstängel. Ja, lassen wir doch auch mal 2 hier. Damit wir wenigstens dann über die Nacht kommen. Und Wasser, Trinkwasser. Ja, ich denke, das geht. Vom Gewicht her geht's noch nicht. Wir gehen aber schlafen. Dann haben wir sowas um die 28 Kilo, die wir mit uns rumtragen. Was ja auch nicht wenig ist. Da drüben ist doch der See. Wieso lassen wir denn das Angelzeug nicht hier? Das ist doch viel günstiger. Aber vielleicht finden wir auch so noch irgendwo anders mal einen See. Das wiegt ja jetzt wirklich nichts. Also das wäre doch jetzt wirklich zu schade, das hier zu lassen. Was ist hier unten? Ja, das wiegt alles nichts. Ja, aber Kleinvieh? Genau. Kleinvieh macht auch Mist. So, Nähzeug lassen wir auch mal gleich hier. Wir tragen so viele Sachen dabei, die wir gar nicht nutzen können, weil ich irgendwo hoffe, dass wir bald was finden, damit wir das nutzen können. Oh, da kocht was. Was ist gut? Ah, der Tee. Trinken. Ach so, Moment mal. Hier. Ach, was ist mit dem Fisch? Ein gewöhnlicher Süßwasserfisch. Klein, aber häufig. Essen, ablegen. Kann man den denn nicht da braten? Roh sollen wir den essen? Roh? Glaube ich gar nicht. Da geht's uns doch bestimmt nicht gut. Ja doch, man kann Fisch roh essen. Klar. Hier können wir den... Ach so, vielleicht im Topf nur. Das wird es sein. 25 Minuten braucht der Topf noch. Ja, da zerreißen wir... Da machen wir noch ein bisschen Zunder dann. Oder einen Verband. Ja, das ist vielleicht sinnvoll. Aus dem Stoff. Nein, den Stoff. Wir wollten mal gucken. Eine Fackel oder so etwas. Aber die Fackeln halten dann ja auch nicht so lange. Jetzt kommt der Fisch da rein. Oh, schön. Moment. Eins würde ich ganz gerne wissen mit dem Fisch. Kann man was anderes vielleicht damit noch machen? Nein, ablegen oder essen. Na schön. Garen. Gegarte Heringsmarine. Schmeckt ein bisschen fade, aber besser als nichts. Alles schmeckt hier fade. Oh, 40 Minuten. Die, if I don't get some food soon. Oh ja, 40 Minuten haben wir geschafft.
Ja, das gibt ja Energie für die Nacht. Zerlegt? Lampenöl? Wieso Lampenöl zerlegt? Warum denn das jetzt? Da stand gerade Lampenöl zerlegt. Hier ist doch noch. Ach so. Ist das ausgelaufen? Verstehe ich nicht. Rechts oben stand gerade Lampenöl zerlegt. Ja, ich denke, wenn wir wach sind, wird das wohl fertig sein. Surrounded by snow. Nothing to drink. Ja, es tut mir leid. Du hast auch irgendeine Verletzung hier noch, den Wolfsbiss. Aber wir haben keinen Tee oder Medikamente hier. Also entweder du hältst das aus. Ah, der Schlaf kann vielleicht was in der Nacht. Ja, gut. Schlafen. Entweder du hältst das aus oder wir sterben in der Nacht. Okay, ab ins Bett. Ah, das heilt beim Schlafen auch, genau. Ist es schon hell? Naja, es ist ein bisschen heller, doch. Gekochtes Trinkwasser, sehr schön. Das packen wir aber, glaube ich, hier rein. Getting weak. Unterwegs sollte das reichen. Wir haben ja auch noch andere Sachen. Ich denke, wir müssen, ja, wir müssen was essen, sonst gibt das hier nichts. Aber das mit dem Angeln hat so gut geklappt. Was ist denn mit dem Angelhaken passiert dadurch? Der war doch total in Ordnung, als wir den hatten. Der ist immer noch total in Ordnung. Oder womit haben wir da geangelt? Fisch. Das heißt, wir gehen da angeln? Angeln, angeln, angeln. Wir gehen jetzt erstmal stundenlang angeln, oder? Dann haben wir genug Fisch. Ah, der verdirbt aber bestimmt schnell. Ja, aber vielleicht nicht, wenn er zubereitet ist. Sollen wir uns nicht erst heilen lassen? Von wem? Gute Frage. Sollen wir nicht zum Pelzjäger gehen in die Hütte? Da sind Medikamente bestimmt. Wir haben doch da unser Lager. Aha. Hilft alles nichts. Ja, essen wir das hier mal. Und dann los, denke ich mal. Was anderes können wir hier, glaube ich, gar nicht tun jetzt. Oder wir sollten hier nichts tun. Oder doch noch ein, zwei Fische holen. Uff. Wie lange Energie haben wir denn noch? Nee, wir müssen erstmal dahin. Da ist aber auch nichts zu essen, oder? Ja, aber wir haben Fleisch und Bohnen. Vielleicht gibt er uns dann wieder einen Tipp, wenn wir ihm das geben. Oh nein. Oh nein. Ich sag doch nein. I'd eat anything right about now. Das geht doch wieder schief hier. Nimm die Axt, nimm irgendwas, nimm das Messer.
Der kommt hier nicht rauf, vielleicht. Das scheint zu funktionieren gegen Wölfe, wenn man hier so einen schrägen Berg hochrennt. Oder? Ja, das scheint nicht zu kommen. Naja, er wird den Berg umlaufen, fürchte ich. Na, was suchen wir hier? Hat jemand das Wasser vielleicht entfernt? Es ist zugeschneit wahrscheinlich. Oh nein, die Maus. Was soll das? Ich weiß doch dann nie, wo ich bin, so schnell. Wie die sich da immer zusammenzuckt. Oh. Ich meine, wir müssen darüber. Das ist ja schlimm heute. Was macht die denn? Schon den ganzen Tag? Ich glaube, so langsam gibt sie wirklich den Geist auf. My fingers feel numb. Also die Hütte würde ich ganz gerne noch erreichen. Die Hütte des Pelzjägers, also. Never been so hungry in my life. Gefrorener Bach. Na, dann sind wir total falsch. Sollen wir ein Feuerchen machen? Hunger. Kalt. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Gefrorener See, da müssten wir doch Schilf oder so etwas finden. Also die Hütte des Pelzjägers ist nicht schlecht. Nein, jetzt ehrlich, wir waren doch gerade erst schlafen. Namenloser Teich. Ja, da hat sich jemand einen guten Namen ausgedacht für. I can use this. Okay, es wird aber wenigstens nicht Nacht und... Oh, ein Hase. Namenloser Teich. Ja, da sind wir jetzt. Also, wo ist er denn? Gefrorener See, namenloser Teich ist hier. Wir sind also... ja, ein bisschen vom Weg abgekommen. Okay. Dann gucken wir also... Vom gefrorenen Bach auf den namenlosen Teich. Irgendwo müssten große Bären. Woran kann man sich denn hier orientieren? So, auf den namenlosen Teich geguckt. Da müssen wir nur nach links darüber. Essen.
Essen und trinken. Wachsen? Ach so, die wachsen gar nicht nach, weil es ja hier friert überall. Echt, wenn uns der Pelzjäger, wenn der uns zeigt, wie das geht mit so einer Schneehütte und wenn wir hier wirklich Hütten bauen können, dann bauen wir alle 5 Meter Hütten, damit wir uns da aufwärmen können. Aber wie warm wird so eine Schneehütte schon sein? Naja, wenigstens windgeschützt, aber darauf kommt es ja an vielleicht. Allerdings, wir müssen das mal ausloten, ob die Wölfe auch bei diesem Wetter unterwegs sind. Ich habe nämlich den Eindruck, dass sie da gar nicht unterwegs sind. Da oben, da ist doch irgendwas. Zivilisation, da sind... Ja, da sind irgendwelche Geländer oder sowas. Nach der Sonne kann man sich auch nicht richten. Oh, wie schön. So ein gefrorener Wasserfall. Ach was. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Hier kommt man doch bestimmt drauf. Ach so, ja, Entschuldigung. Wir sind schon wieder an den Baum gestoßen. Da hat er sich gleich das Handgelenk gebrochen. Naja, verstaucht. Aber da oben waren noch Geländer. Vielleicht kommt man nur mit einem Hubschrauber rauf. Moment, da unten ist doch was Buntes. Habe ich hier schon mal was Buntes gesehen? Irgendwas Gelbes habe ich da gerade gesehen. Ja. Was ist das? Was ist das? Eine Lampe. Ach so, die leuchtet das Schild. Oh. Ein Turm vielleicht? Ja. Das ist ein Weg hier nach oben. Da können wir uns gleich schön ausruhen. Hoffe ich. Also, ich weiß es ja nicht, aber das muss ja irgendeinen Sinn ergeben, wenn die das hier so gesichert haben, alles.
Und lange keine Wölfe gesehen. Toi, toi, toi. Ja, vielleicht warten die alle oben schon. Die wetzen schon ihre Messer. Ja, ihre Zehen. Zähne und Klauen. Ihre Pranken. Und wenn da oben gar nichts ist? Ich habe noch kein Haus gesehen. Da ist so ein Funkturm oder so. Ja, wenn da gar nichts ist, dann... Wir müssen eine windstille Ecke finden und... Da werden wir uns wahrscheinlich dann schon... ein Feuerchen bauen können. You could just lay down. Have a little sleep right here. Aha, jetzt kommt die Müdigkeit. Warum bauen die das denn so hoch hier? Hoffentlich ist da überhaupt was. Ich sehe immer noch nur den Funkturm. Wenn da echt nur so ein Turm steht, dann springe ich hier runter. Na, springen können wir ja nicht. Gefährlich. Ah, doch, da ist ein Haus. Nein, das ist nur ein Stein. Oh nein, die sind wirklich alle oben. Oh, vielleicht kommen die hierher. Hey, hey, warum ist das kaputt? Wer hat das kaputt gemacht? Zerstörter Aussichtsturm. Dann wissen wir aber ganz genau, wo wir sind jetzt. Das ist kein Handy. Ja, und hier haben wir eine windstille Ecke, denke ich mal. Bevor es dunkel wird, möchte ich aber doch... Hat da was geknurrt? Ich sagte, bevor es dunkel wird, möchte ich hier doch einmal gucken, was wir noch so alles hier haben. Aber egal, wir bauen erstmal hier so ein Lagerfeuer hin und zünden das vielleicht schon mal an. Was brauchen wir denn? Ein warmer Tee wäre schön. Oh, da kommen wir nie raus hier. Das ist der Ausgang. So. Dann Feuer mal an. Ach, das wird hier bestimmt zu windig, wenn wir das hier hinstellen. Come on. Ach, wir sind ja am Ende der Folge. Ja, dann haben wir wenigstens noch hier den kaputten Sendeturm da gefunden. Dann, liebe Welt da draußen, bedanke ich mich. Und hier kann man das echt... Doch, hier kann man es auch hinstellen. Oh, wie schön. Ist mir viel lieber. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. That's done.